Moin, hier ist Arne Lietz vom freundlichen Europaparlament, heute mit dem Format erneut Arne Lietz, das blaue Mikrofon, Arne Lietz fragt zu Europa. Heute habe ich als Gesprächsgast Timo Wölken. Hallo Timo, moin. Hi, moin, moin. Schön, dass du jetzt im Europaparlament bist. Du bist für jemanden nachgerückt. Wie kam es dazu? Ja, völlig richtig. Ich bin für Matthias Grote nachgerückt. Der war vor mir Abgeordneter im Europäischen Parlament und ist als Landrat gewählt worden. Und da ich sein Ersatzkandidat bin, durfte ich dann für ihn quasi seinen Platz einnehmen und bin seit dem 21. November, 14. November habe ich unterschrieben und am 21. November war ich das erste Mal in Straßburg. Das ist immer so, wenn man ins Parlament dazukommt, muss man dann auch sozusagen gucken, welche Ausschüsse noch zur Verfügung stehen. In welchen Ausschüssen bist du jetzt dabei? Also ich habe jetzt den Haushaltsausschuss als den Hauptausschuss und arbeite als Stellvertreter im Rechtsausschuss und Umweltausschuss. Was hast du dir vorgenommen? Gibt es schon ein Thema, wo du sagst, dafür brenne ich oder das versuche ich hier ins Europäische Parlament zu bringen? 2,5 Jahre sind noch Zeit, da kann man doch was machen. Ja, kann man. Ich habe jetzt im Rechtsausschuss einen Bericht bekommen, also eine Gesetzesinitiative im Rahmen des digitalen Binnenmarktes. Da geht es um Zugang zu Online-Mediatheken, auch aus anderen europäischen Ländern. Also einen Komfortgewinn für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Also dieser ganze Bereich digitaler Binnenmarkt, digitales Leben, das ist was, wo ich viel machen möchte. Du bist auch stark unterwegs zum Thema Digitales. Wie dein Vorgänger Matthias Grote machst du viel im Social Media, aber auch gerade bei YouTube-Filmen. Wie kommt das an und wie kam es dazu? Also die Idee war, was du jetzt meinst, ist ja YouTube. Da mache ich auf meinem eigenen Kanal youtube.com/Wölken, glaube ich, so Vlogs. Also ich mache Videotagebücher und erzähle da so ein bisschen direkt aus dem Leben hier im Europäischen Parlament. Und die Idee hatte ich zusammen mit einem Freund. Wir saßen halt, als ich wusste, okay, ich werde nachrücken, zusammen bei einem Bierchen und haben überlegt, was kann man machen, um jüngere Leute anzusprechen. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen und ja, er hat mir am Anfang sehr geholfen und im Moment kommt es ganz gut an. Meine Videos werden so, es ging ja los, mal mit irgendwie 40.000 Aufrufen und mehr und jetzt werden die Videos so ungefähr 10.000 Mal angeklickt. Und ich erzähle inhaltlich was, erzähle aber auch ein bisschen was zum Parlamentsleben. Und das kommt sehr gut an. Wunderbar. In die Richtung sollten wir alle ein bisschen mehr arbeiten. Ich mache das über mein Format, das blaue Mikrofon, und über andere Filme ab und zu. Twitter zum Beispiel auch ganz viel, ja. Genau, was so kommt. Und ja, von daher alles Gute, dir viel Erfolg für deine parlamentarische Arbeit. Es ist schön, Timo hier mit für die SPD im Europaparlament zu haben. Alles Gute. Arne, vielen Dank und dir auch weiterhin viel Erfolg. Du machst das ja auch sehr gut. Dankeschön.